Sani-Nachrichten war der 13. Juli 2020. Es gibt schon lange Gerüchte über ein Sumpfmonster im Kotletsee. Diese Gerüchte haben sich jetzt als wahr erwiesen. Während ihres Familienausflugs zum Kotletsee fühlte sich Sophia beobachtet und erblickte plötzlich das Monster, als es aus dem Wasser auftauchte. Offenbar hatte das Monster es auf das Essen von Sophia und ihrer Familie abgesehen. Kurz danach war es auch schon wieder im Wasser verschwunden. Wie es scheint, sieht das Monster genau wie Papa aus. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Da habe ich eine spannendere Geschichte auf Lager. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Edi Bejuetzel. Der 13. Juli war das Sendedatum dieser Mail-Nachrichten. Really?